sei es im Internet, auf beschmierten Wänden oder verbal. Immer noch erleben queere Personen Diskriminierung und Ausgrenzung. Und das im Jahr 2024. Da kann und darf man nicht still sein. Denn wir sind ganz klar gegen jede Art von Diskriminierung. Deswegen setzen wir uns heute mit dem Thema Homophobie auseinander, um aufzuklären und Ängste abzubauen. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Queerbeet Diversity in Salzburg. Unter Homophobie versteht man eine Feindseligkeit und aggressive Haltung gegenüber Personen aus der LGBTQIA-Community. Es umfasst verschiedene Formen von sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Ein weiterer Begriff dazu wäre Queerfeindlichkeit. In erster Auseinandersetzung zu dem Thema haben wir uns in der Stadt Salzburg umgehört. Was beschäftigt die Menschen in Salzburg? Ja, Phobik. Phobik kommt von dem Wurzel, Angst zu haben. I would like to say to the other person that this is not good and it's not acceptable. Ich glaube, dass es wichtig ist, ruhig in ein Gespräch zu gehen, nicht anprangern. We should educate younger generations to accept it as normal, because it is normal. Wie empfindest du Homophobie oder was ist für dich Homophobie? Wenn die Menschen haben Angst oder wenn die akzeptieren, die anderen Menschen, dass die haben unterschiedliche sexuelle Orientierungen, die akzeptieren einfach die Menschen nicht oder die haben Angst, dass die sind unterschiedlich oder die sind vielleicht krank. Also das ist meine Meinung. Ja, Phobik. Phobik kommt von dem Wurzel, Angst zu haben. Irgendwie die Leute haben Angst von, was die anderen Leute machen in Privatsphäre für mich. Das bedeutet so. Und es kommt auch für mich das mit Akzeptierung, wenn man etwas nicht akzeptieren kann. Mhm. So, das würde ich sagen. Ich finde, das beginnt schon bei Intoleranz, finde ich. Und einfach nicht, also das wahrhaben wollen, allgemein die Orientierungen oder auch einfach, dass man sich davon angegriffen fühlt, dass Menschen frei leben, wie sie möchten und wie sie das empfinden, wie sie ihre Identität haben oder auch ihre sexuelle Orientierung. Ja. I think that homophobic is when people don't accept or treat worse the people that are homosexual. Same. I think homophobic for me is basically people not respecting others' person's sexual orientations besides heterosexual people. Hast du selber schon mal Erfahrungen gemacht oder kennst du Freunde, wo du sagst, da ist schon mal eine homophobe Situation entstanden? Also erlebst du es selber auch? Ich habe selber noch nicht was Drastisches erlebt, durchaus auch in Wien, kleinere Situationen. Aber von Freunden habe ich verschiedenste Sachen schon gehört, manche gar nicht, manche krasse Sachen. Ist auch beängstigend irgendwie. Ich weiß nicht, ab wann man das dann deuten kann, ob schon irgendwelche blöden Blicke oder sowas in die Richtung gehen. Das habe ich durchaus auch schon erfahren, aber ich bin froh, noch nichts irgendwie Gröberes erfahren zu haben, aber man spürt es trotzdem irgendwie an manchen Orten oder in manchen Menschenmengen so, ja. So for me, in my case, I've never experienced it personally, because I'm not homosexual, but I've seen many times with friends, like not directly, because homophobia, it's not only when something really like physical or like this happened, it's also, it could be like a bad, just to looking at you bad or any gesture, and this, I've seen it many times and it really pissed me, and I would like to say to the other person that this is not good and it's not acceptable. Yeah, no, I completely agree. I don't think I've experienced in first person anything, but it's true that sometimes there are words that, for example, in Spanish, we're Spanish, that have a despective meaning of saying that someone's homosexual instead of using like homosexual or gay.
there are some words that have like a negative connotation and it's very normal to use, and it's actually kind of sad. Yeah, and it makes me sad about this. Als ich Kind war zu Hause, ich habe eine Freundin und sie wollte bei uns übernachten. Und meine Mama war total gegen, dass sie darf nicht bei uns übernachten, weil sie war so. Und es war für mich eine sehr, sehr schwierige Situation, das zu beobachten, dass, was ist der Unterschied zwischen dieser Freundin und einer anderen Freundin von mir. Und das hat sehr weh getan. Das hat sehr weh getan, ja. Also, wo ich ursprünglich komme, vielleicht da habe ich, also da habe ich auf jeden Fall das erlebt. Und ich glaube, das ist oft bei den Menschen, dass die sind sehr religiös. Auf jeden Fall, die sehen das komplett anderes. Und komischerweise aber habe ich auch in Salzburg das irgendwie also erlebt, weil ich habe sehr viele Freunde, dass sie haben unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Und ich glaube, es ist nicht immer um was zu sagen, sondern kann auch eine schlechte Beobachtung sein. Also wenn die schauen, die Körper oder alles so komisch an, das kann man auch sehen, dass die mögen das nicht oder die akzeptieren das nicht. Glaubst du, dass gerade dieses homophobische Gedankengut auch eine, wie soll ich sagen, eine Rolle damit spielt, dass man sich vielleicht nicht offen zum Beispiel outen möchte? Ich kann mir das schon vorstellen, dass, weil ich meine, wenn man sich nicht wohlfühlt in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe, die das auch vor allem, ich glaube, das kennen auch viele queere Menschen aus jüngeren Tagen sozusagen, dass man erstmal in das reingeworfen wird und vielleicht auch, dass die Mitmenschen, die dann homophobe Gedanken teilen oder irgendwie so oder homophob sind, das vielleicht erstmal gar nicht so bewusst wahrnehmen oder als wirklich Hass, und wenn man dann älter wird, dass man dann immer lockerer wird. Und aber so kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Grund ist, warum man sich nicht outet oder nicht da irgendwie so offen damit leben möchte. Also mit dem Outing und ja, genau. Warum sind Menschen homophob? Ist es Angst oder was würdest du einschätzen? Was wären so die Gründe dafür? I mean, I think part of it must be education. I think your surroundings, maybe your parents, it's another generation, they haven't lived with so many homosexuals. I think now it's like rising, and I think part of it is education, and we should educate younger generations to accept it as normal, because it is normal. So yeah. So I really don't understand why this happens, because it's just about others' life. And I think that people have to understand that this is normal and it's an own choice, and you don't have the right of have an opinion on others' life. And I really don't understand, because as my friend told, like, there's many old people who have this behavior, but also in younger generation this is happening and they are being disrespectful. So yeah, I would encourage to be like more open-minded and kind with others in life and respect the others. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen, die homophob sind, das einfach aus irgendeinem unerklärlichen, dummen Grund mitbekommen, nicht grob darüber nachdenken. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Angst ist, die das aber vor allem durch Hetze irgendwie produziert wird. Minderheiten sind ja immer irgendwie die Gruppe in unserer Gesellschaft, auf die schnell mal als Fußabtreter benutzt werden, und das ist die queere Community sicher auch einer davon, gerade von dem rechten Spektrum aus. Ich kann die Angst nicht nachvollziehen als selber queere Person, aber ja, es ist irgendwie traurig, aber gleichzeitig bestärkt es auch, weil es trotzdem immer mehr Menschen gibt, die zu sich stehen und die auf Demonstrationen und Pride-Paraden und etc. gehen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das aus einer Angst rauskommt, aber ich weiß nicht, was es ist, weil im Endeffekt juckt mich ja auch nicht, dass eine andere Person eine Frau hat und Kinder. Und ich finde es nicht schlecht. Just do it. Ja. Würdest du in der queeren Szene vielleicht Vorschläge machen, wie es besser werden könnte, auch für andere?
Was ich finde sehr wichtig in diesem Thema ist, es ist egal, was macht man im Bett und Privatsphäre, muss man nicht so laut sagen. Oder das ist einfach in Privatsphäre und muss man das respektieren. Egal. Egal was ist, einfach respektieren. Und Akzeptierung ist auch, Acceptance ist auch sehr wichtig. Aber ich finde so übertreiben, finde ich nicht so notwendig in dieses Themas. Und Respekt, Akzeptierung und einfach Liebe. Es gibt Liebe. Liebe für verschiedene Art. Liebe, Liebe. Also ich glaube, dass Reden ganz wichtig ist, in das Gespräch gehen, gar nicht anprangernd. Ich glaube, dass ganz oft Gruppierungen, die unterschiedlicher Meinung sind, oder Meinung, Homophobie ist keine Meinung, das ist einfach nur dumm. Darf ich das so sagen? Egal. Ich glaube, dass es wichtig ist, ruhig in ein Gespräch zu gehen, nicht anprangernd. Es ist für manche Menschen aus irgendeinem Grund einfach mal ein Schock. Ich glaube, dass ich das selber auch erlebt habe, als ich noch nicht wusste, was das alles soll und die erste Person sich bei mir geoutet hat, dass ich erstmal so war, oh, was bedeutet das jetzt oder nicht? Und ich glaube, diesen Moment darf man den Menschen auch geben, aber gleichzeitig bedarf es von denen dann auch aus einfach eine Toleranz und eine Reflexion sich und den anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, dass es hilft, einfach darüber zu sprechen mit den Menschen, nicht anprangern, sondern eher so, hey, das bin ich, ich kann und möchte das nicht ändern und ich bin sehr glücklich damit und ich würde mir wünschen, wenn du ein Teil meines Lebens sein willst oder ein Teil dieser Gesellschaft, die irgendwie frei lebt, dass du da auch das einfach einsiehst. Genau, wie du gesagt hast, also wir müssen das genau. Liebe, das wäre ein schönes Wort, weil ich glaube, die Menschen haben komplett unterschiedliche alles, also Nationalität, also Farbe, alles. Und die Menschen sind einfach unterschiedlich, deswegen vielleicht in Schule oder so kann man die vielleicht Menschen erzogen, damit die das besser verstehen. So denke ich. In einem Studio-Talk bei FS1 möchten wir uns genauer dem Thema Homophobie widmen. Dazu haben wir den Psychotherapeuten Florian Friedrich zu einem gemeinsamen Gespräch bei FS1 eingeladen. Mit ihm reden wir über mögliche Gründe von Queerfeindlichkeit, wie man Homophobie begegnen kann, welchen Zusammenhang Angst bei Homophobie haben kann, über die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre und was man aktiv gegen Diskriminierung und Ausgrenzung der queeren Community tun kann. Außerdem sprechen wir über seine Arbeit als Psychotherapeut und wie er sich dabei mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Talk zu Queerbeet bei uns im FS1-Studio. Wir möchten uns heute mit einem etwas ernsteren Thema auseinandersetzen, nämlich mit etwas, das leider immer noch in unserer Gesellschaft passiert. Diskriminierung, Ausgrenzung und Homophobie. Wir möchten uns anschauen, was Gründe für Queerfeindlichkeit sein können, wie man ihnen begegnen kann, aber auch, wie man Homophobie abbauen kann und vor allem auch ein gutes, offenes und gemeinsames Miteinander schaffen kann. Und dafür darf ich ganz herzlich unseren heutigen Gast Florian Friedrich bei mir im Studio begrüßen. Florian Friedrich ist Psycho- und Traumatherapeut und arbeitet in Salzburg und Hamburg. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Jan, vielleicht gleich zu Beginn am Anfang, dass wir so eine Begriffsdefinition machen können. Was genau versteht man eigentlich unter Homophobie? Momentan sind zwei Wörter im Umlauf, Homonegativität und Homophobie. Mir persönlich gefällt aus psychotherapeutischer Sicht Homophobie besser. Es betont mehr diese massive Angst auch, die Menschen vor LGBTIQA und Homosexualität haben. Und wenn Menschen extreme Angst haben, dann reagieren sie oft mit Hass, mit Gewalt, mit Ekel, mit Abscheu und leben diese Gewalt auch aus. Darum finde ich den Begriff der Phobie gar nicht so unpassend. Hast du so einen Überblick vielleicht oder eine Einschätzung, wie das mit dem Thema im deutschsprachigen Raum gerade ausschaut? Also mein Eindruck, ich mache auch Workshops in Schulklassen, ist, dass es in den letzten 10 Jahren wieder stärker geworden ist mit der Homophobie, unter Jugendlichen vor allem.
Unter Erwachsenen, glaube ich, ist es gleich geblieben. Es gibt natürlich Parteien wie die AfD, wie die FPÖ, die sich massiv auf das Thema einschießen, der Populismus betreiben, spalten. Insgesamt hat sich einerseits viel getan, rechtlich, juristisch, gesellschaftlich. Aber es kommt immer darauf an, in welcher Bubble du lebst und in welcher Familie du aufwächst. Und auf das Thema kommen wir dann vielleicht auch noch, wie Homophobie entsteht und wie unterschiedlich das auch von Familie zu Familie sein kann oder von Subkultur zu von Subkultur. Aber das Gefühl habe ich eben auch, dass einerseits sich die Gesellschaft rechtlich vielleicht schon weiterentwickelt hat, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass wieder Diskriminierung und Homophobie mehr zugenommen hat. Wie entsteht oder von wo kann dieses Ungleichgewicht kommen? Ganz erklären kann ich es mir auch nicht. Ich glaube, dass da sehr viel Spaltung in der Gesellschaft ist. Es ist schon so, es schraubt sich auch gegenseitig hoch. Wenn zum Beispiel LGBTIQAs sind medial sehr präsent, genau, dann reagiert die Gegenseite mit Hass und Gewalt, dann reagiert die LGBTIQ-Community manchmal mit Angst, wird dann manchmal auch radikaler und radikalisiert sich, dann radikalisiert sich wieder die homophobe Gegenseite und dann entsteht irgendwann kein Dialog mehr, es kommt zur Spaltung und es eskaliert dann eigentlich, wenn man sich aus einer kommunikativen Perspektive anschaut, schraubt sich in die Höhe, schaukelt sich auch, kommt in eine Gewaltspirale irgendwann einmal, ja, das glaube ich schon. Weshalb entsteht generell Queerfeindlichkeit? Also es ist natürlich ganz alt, Sexualfeindlichkeit, Feindlichkeit der Homosexualität, das hat ja eine 2000 Jahre alte Tradition. Also man könnte da wirklich von einem kollektiven Trauma der Sexualfeindlichkeit sprechen, da geht es nicht nur um Homosexualität, aber natürlich auch von einem kollektiven Trauma, was den Umgang mit Homosexualität und LGBTIQAs betrifft. Also man spricht in der Traumatherapie, es kann 8 Generationen dauern, wenn eine Gewalt in der Familie passiert, zum Beispiel meine Urgroßmutter wird vergewaltigt, dann kann es Nachwirkungen bis in die 8. Generation haben. Das heißt, einen wirklich guten Umgang, einen besseren Umgang haben wir erst seit 20, 30 Jahren mit Homosexualität. Mhm. Kann also noch lange dauern. Da gibt es jetzt viele, die sind schon weiter und tun sich leichter damit, aber es wirkt gesellschaftlich auf alle Fälle nach. Kann es auch etwas damit zu tun haben, dass, oder woran liegt es, dass viele Menschen so viel gegen dieses Nicht-Binäre haben? Es gibt da sozialwissenschaftliche Studien, die beziehen sich nicht auf Homosexualität, aber die beziehen sich auf den autoritären Charakter. Also Theodor Adorno hat dazu geforscht, Erich Fromm hat dazu geforscht, Arno Grün, Psychoanalytiker, hat ganz viel dazu geschrieben und dem geschrieben, je unsicherer Menschen in ihrer Identität sind, je mehr sie sich selbst ablehnen, je fragiler ihr selbst ihre Identität ist, desto mehr suchen sie den Feind immer im Außen. Das heißt, sie werden sich starke Führer suchen, denen sie sich unterordnen, aber nach unten treten und alles Fremde im Außen bekämpfen. Seien es Frauen, seien es Ausländer, seien es andere Religionen, seien es andere sexuelle Orientierung. Das ist ja das sozialwissenschaftliche bzw. psychologische These, die ich auch sehr, sehr plausibel finde und ich oft bestätigt finde im Alltag und in meiner Praxis. Spielen da auch so kognitive oder psychische Faktoren mit? Psychisch werden die Unsicherheit in der eigenen Identität. Also ich halte jetzt nichts von der These, dass jeder, der homophob ist, selber schwul oder lesbisch ist. Das glaube ich nicht. Aber er hat sicherlich ein Problem mit der eigenen Identität, mit der Selbstsicherheit, mit seiner Identität als Mann, Frau oder divers, mit seiner Sexualität. Kognitiv glaube ich es nicht. Ich kenne Menschen, die haben schwerste kognitive Einschränkungen, Lernschwäche und sind trotzdem viel herzlicher oft als andere Menschen und viel queer-freundlicher als andere Menschen. Drum mit der Kognition, glaube ich, hat es gar nicht so viel zu tun. Mit Vorurteilen und Stereotypen vielleicht auch? Ja, und ich glaube auch Traumatisierungen. Also wer selber sehr viel Lieblosigkeit erlebt hat, Hass gelebt hat, psychische, emotionale, körperliche Gewalt in der eigenen Familie oder auch in der Religion oder in der Kultur, in der er aufwächst, der ist ja traumatisiert und wird sich dann eben an solchen Vorurteilen aufhängen, an Schwarz-Weiß-Bildern. Machen da die Medien auch viel mit? Also spielt das auch eine Rolle, dadurch, dass jetzt zum Beispiel Social Media in den letzten Jahren immer mehr geworden ist, aber genauso auch in Filmen und Serien kann ich mir vorstellen, dass diese Bilder da vielleicht in unseren Köpfen auch mitspielen. Du kannst dir viel mehr Hasskommentare schneller posten und dann ist es drin und schürt sich hoch und schaukelt sich hoch. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die Serien auch sehr viel Gutes dazu beitragen, weil sie ja LGBTIQAs zeigen, aber gerade Menschen, die dann eben wieder traumatisiert sind, und das möchte ich aber jetzt nicht rechtfertigen, auch wenn ich traumatisiert bin, habe ich ja Verantwortung, für die bleibt es dann, wird es dann vielleicht sogar noch umso mehr ein Feindbild. Je sichtbarer es wird und wenn ich dann konfrontiert damit werde, wow, da leben Menschen so frei ihre Identität aus und ich kann das nicht. Das ist natürlich nicht so reflektiert, aber die Dynamik ist da.
Also ich bekämpfe die jetzt hasserfüllt. Welche Rolle spielt Angst bei dem Thema? Ja, ich glaube Angst, selbst frei die eigene Identität zu leben. Vielleicht bringe ich Ihnen ein Beispiel. Wenn ich jetzt als Mann total patriarchalisch oder heteronormativ erzogen werde, als heterosexueller Mann, und ich werde konfrontiert mit anderen Männern, die ihre Sexualität, ihre Liebe total frei ausleben können, und ich als Mann bin total befangen in meiner brüchigen Identität, dann kann man das natürlich Angst machen, aber meistens wird diese Angst abgewehrt durch Hass, durch Gewalt. Also Hass, sagt man in der Psychologie, ist, Hass ist so eine Reaktion auf eine extreme subjektive Bedrohung. Die war mal sinnvoll. Wenn ein Fressfeind auf mich zukommt, dann muss ich Hass entwickeln, weil dann geht es auf Leben und Tod. Mhm. Bei der Homophobie geht es jetzt nicht um Leben und Tod, aber das ist unserem Stammhirn wurscht. Unser Stammhirn aktiviert Hass. Mhm. Aber wie gesagt, das rechtfertigt nichts. Ich kann ja als Mensch entscheiden, wie gehe ich damit um. Ja, ja. Ich kann den Hass auch zum Anlass nehmen und sagen, wow, spannend, das bedroht mich anscheinend total. Ah, jetzt setze ich mich tiefgehend damit auseinander, schaue, dass ich vielleicht Menschen kennenlerne, die LGBTIQA sind, und dann schaue ich, dass ich gut damit umgehe mit diesem Hass. Das wäre die Erwachsene. Genau, woran liegt das dann, dass man nicht mit der zweiten Version, die du jetzt erzählt hast, umgeht, sondern mit der ersten, mit dem Hass? Die erste ist kurzfristig leichter, weil ich mich nicht mit mir selber auseinandersetzen kann und alles beim Gegner lassen kann, beim sogenannten Feind, beim sogenannten Gegner, beim anderen, und mich selbst da nicht spüren muss. Ich muss mir nicht eingestehen, wow, ich habe da ein Defizit in meiner Identität, eine Unsicherheit, ein Schmerz, ein Kummer, was auch immer. Es ist ja leidvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Das tut ja niemand gerne. Ja? Ja. Trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die das trotzdem tun und die mal homophob waren und es jetzt nicht mehr sind. Kenne ich auch Beispiele. Ja? Und das Zweite, dass man sagt, okay, man ist offener. Warum eben gibt es da Menschen, die gegen dieses Offene sind? Weil ich mir denke, es sind ja einfach Menschen, die sich lieben. Warum hat man da dann diesen Hass? Ja, also ich würde sagen, wenn ich Homophobie auslebe, sei es verbal, sei es mit Diskriminierung, sei es psychische Gewalt, sei es im Worst Case körperliche Gewalt, das ist ja eigentlich ein narzisstischer Abwehrmechanismus, der sich nach außen verlagert und wo ich kein Schuldgefühl habe. Also typisch für einen narzisstischen Abwehrmechanismus ist es, dass ich kein Unrechtsbewusstsein habe. Hat man auch gesehen während des Nationalsozialismus, die hatten alle kein Unrechtsbewusstsein, dass sie sogenannte Gegner, Feinde umgebracht haben. Gesunde Menschen, die ein Schuldgefühl haben, die ein Unrechtsbewusstsein haben, und die homophob sind, die werden sich wahrscheinlich intensiv damit auseinandersetzen. Das sind die Menschen unterschiedlich in ihren Abwehrstrategien. Wie gesagt, das ist trotzdem keine Rechtfertigung, das ist nur eine Erklärung, die vielleicht präventiv wichtig ist. Ich bin absolut dafür, homophobe Handlungen sind zu unterlassen und von Staaten Gesetzgebung massiv zu unterbinden. Also, ja, genau. Das sind nur Erklärungen, aber genau, keine Rechtfertigung. Ja. Genau, also deswegen wieder, sprechen wir ja auch, diese um Erklärungen zu suchen oder auf den Grund zu gehen, warum es dazu auch kommt. Also das ist eben was sehr Narzisstisches. Narzisstische Männer oder Frauen schlagen auch ihre PartnerInnen und haben nachher gar keine Schuldgefühle. Sie drehen sogar um und sagen, das Opfer ist ja selber schuld, die hat mich ja provoziert, ich musste sie erschlagen. Und genau diesen selben Abwehrmechanismus meine ich auch bei Homophobie und bei Transphobie zu erkennen. Also diese Dynamik. Du hast vorher Trauma auch erwähnt. Ja. Wie spielt der Trauma eine Rolle oder kann eine Rolle spielen? Ich glaube, ein Kind, das von klein auf relativ gut aufwächst, die eigenen Emotionen spüren darf, einen guten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen entwickelt, Halt bekommt, Sicherheit bekommt, um seiner selbst willen geliebt wird, dem wird es ja später gut gehen. Mhm. So ein Kind hat das gar nicht notwendig, im Außen bei sogenannten Feindbildern etwas zu bekämpfen und Hass zu entwickeln. Weil wenn es mir selber gut geht und ich bin stabil in meiner Identität, das zeigen auch sämtliche sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, solche Menschen sind offen, gehen offen auf andere Kulturen zu, sind nicht homophob, sondern queerfreundlich. Und traumatisierte Menschen agieren es eher aus. Also die haben schon mal mehr Hass in sich, mehr Gewalt, mehr Anspannung, mehr Instabilität in sich und verlagern das dann sehr oft nach außen, weil es eben einfach leichter ist. Mhm. Das ist verständlich, dass es leichter ist. Das verstehe ich als Therapeut. Aber ich habe immer einen Umgang da. Ich kann immer einen Umgang damit finden und das entschuldigt also nichts. Jetzt hast du eben erzählt, wie ein Kind aufwächst. Mhm. Wie spielt da auch die Erziehung eine Rolle? Wenn ich mein Kind
von klein auf sehr stark unterdrücke in seinen Bedürfnissen, in seinen Gefühlen, in seinen Emotionen. Wenn ich zum Beispiel ein kleines Mädchen von klein auf sexistisch sozialisiere, so hat eine Frau zu sein, oder auch einen Burschen sexistisch erziehe, so hat ein Mann zu sein. Und das Kind zeigt dann Bedürfnisse, aber ich möchte auch mal mit Puppen spielen oder ich möchte mit Auto spielen und es wird unterdrückt, unterdrückt. Dann entwickelt sich eine brüchige Identität. Die Kinder, Jugendlichen verlieren den guten Zugang zu ihren Emotionen, zu ihren Bedürfnissen und trauen sich dann selbst nicht mehr. Das heißt, sie übernehmen eigentlich, man sagt in der Psychoanalyse, ich mag den Begriff nicht so gern, aber das ist so ein Begriff aus der Psychoanalyse, falsches Selbst. Mhm. Ich spiele dann die Rolle, die von mir erwartet wird, aber ich spüre eigentlich gar nicht, wer ich wirklich bin. Ich spiele dann vielleicht so einen ganz braven, angepassten Menschen, aber in mir ist ganz viel Anspannung. Oder ich spiele den guten Ehemann nach außen. Oder auch wenn ich eine Frau kennenlerne, spiele ich den freundlichen, charmanten Mann. Aber wenn sich die Beziehung dann vertieft, dann kommt dieser Hass irgendwann raus und ich mache meine Frau oder fertig oder verprügle meine Frau. Also es entsteht so ein falsches Selbst, wo der Mensch seine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spürt. Oder unterdrückt. Das ist ein Trauma. Ja, das ist genau, ein Trauma, ja. Genau. Und unterdrückt dann wahrscheinlich. Ja, und unterdrückt, genau. Mhm. Sofort wegspaltet, ja. Oder wenn er Kummer, Leid spürt, darf ich gar nicht spüren. Ich ziehe meinen Körper zusammen, ich spanne mich zusammen, damit ich das alles wegdrücke, wegdrücke, wegdrücke. Darum haben solche Menschen auch dann oft später starke Schmerzen oder somatische Beschwerden. Aber prägt zum Beispiel auch jetzt ein Weltbild, was die Eltern haben und die das an ihre Kinder weitergeben? Ja. Zum Beispiel, die haben jetzt ein homophobes Weltbild. Prägt das auch oder kann das auch Kinder prägen? Ich glaube auf alle Fälle. Ich glaube nur, dass Kinder und jeder Mensch hat ein bisschen unterschiedliche Coping-Mechanismen. Wenn deine Coping-Mechanismen eher in Richtung Narzissmus gehen, dann stehen die Chancen sehr gut, dass ich später mein Weltbild nicht weiterentwickle, sondern in diesem Hass drinnen bleibe. Wenn meine Coping-Mechanismen eher so sind, dass ich ein bisschen depressiv reagiere oder sehr schnell Schuldgefühle habe, das ist manchmal gar nicht so schlecht. Das ist zwar ein Leid, aber die Leute, die starke Schuldgefühle haben, die sich für alle verantwortlich fühlen, die gehen eher in die Therapie, das sind sehr narzisstische Menschen, und entwickeln sich dann so weiter, dass sie angemessenere Schuldgefühle haben und sich nicht mehr für alles verantwortlich fühlen. Und solche Menschen sind aber auch seltener homophob. Also da kommt es auf die Abwehrstrategie an, die ein Mensch. Ja. Das ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Disposition, welche Abwehrstrategie du hast. Und das ist dann individuell wahrscheinlich. Ja. Das ist sehr individuell. Aber ist denn Queerfeindlichkeit ein Ergebnis unseres heteronormativen Weltbilds? Ja. Ich glaube, erstens mal 2000 Jahre homophobe und sexualfeindliche Kultur. Das hat schon mit dem Neuplatonismus begonnen. Es gibt kleine Kulturen, Jäger-Sammler-Völker, da ist es nicht mehr ein Thema, weil es so selbstverständlich ist. Ja. Also gibt es nicht mehr ein Wort dafür, weil es so völlig in der Kultur verankert ist. Und das ist ja nicht in jeder Kultur gleich. Also das hat ganz stark, glaube ich, auch mit unserer Kultur zu tun, mit dieser Hochkultur, die auch immer sehr patriarchalisch war, sehr sexualfeindlich, sehr frauenunterdrückend, sehr minderheitenunterdrückend, also eher auch eben wieder narzisstisch. Mhm. Sehr unterdrücken, die Schwächeren unterdrücken, keine Schuldgefühle dabei haben. Oder eben spielen da auch so Männlichkeitsstereotype mit? Oder also wie ein Mann zu sein hat, eine Frau zu sein oder Antifeminismus? Mhm. Und die sind ja auch ein Ergebnis von dieser Kultur. Mhm. Sehr sensible Männer reagieren übrigens da mit ganz... Also Männer, die emanzipierter Männer werden, da gibt es jetzt schon Untersuchungen, also auch mit der Emanzipation der Frauen. Und, emanzipieren sich Männer auch mehr und haben jetzt mittlerweile schon ein bisschen eine höhere Lebenserwartung. Das ist spannend, dass also Emanzipation dem Mann auch gut tut. Ja? Ja. Wir brauchen viel mehr Emanzipation als Männer. Das stimmt, ja. Du bist ja Trauma- und Psychotherapeut auch. Wie kommt das Thema in deiner Arbeit unter? Es kommen sehr viele Menschen, die selbst betroffen sind, zum Beispiel interessanterweise in letzter Zeit wirklich Männer in meinem Alter, die verheiratet sind, die Familie haben, die zum Teil auch in Gesundheitsberufen tätig sind, die schon 10 Jahre verheiratet sind und schon immer irgendwie gespürt haben, dass sie schwul sind oder bisexuell und diesem Gefühl einfach nicht vertraut haben. Oder natürlich auch Jugendliche, junge Erwachsene. Und auch einige Transmenschen, also ich bin spezialisiert auf das Thema Trans. Und manchmal aber auch Eltern, die sich zum Beispiel Sorgen machen, wenn das Kind transident ist. Oder aber eher die direkt Betroffenen, die eben oft Gewalt erleben im Elternhaus oder in der Schule oder schon mal Mobbing erlebt haben. Du unterscheidest auf deiner Homepage auch von Arten von Homophobie. Mhm. Vielleicht kannst du da etwas näher drauf eingehen.
Ich würde sagen, es gibt die gesellschaftliche, soziologische, kulturelle Homophobie, die im Außen zu beobachten ist, zum Beispiel wenn ich homophobe Gesetze erlasse oder eben einfach verweigere, einen Antidiskriminierungsschutz aufzustellen. Also auch wegschauen ist natürlich Homophobie und Mittäterschaft. Und es gibt die innere, das heißt, ich habe Angst, Wut, Ekel, Hass vor LGBTIs. Das ist die innere Homophobie und die innere kann man dann noch unterscheiden in die rein innere, mit der ich gut umgehen kann, und in die innere plus ausagierte, das wäre zu meine. Das heißt, wenn ich es auslebe, wenn ich dann wirklich Menschen beschimpf, schlecht mit dieser Homophobie umgehe und die wirklich dann an sogenannten Feindbildern bekämpfe, seien es Hasskommentare im Internet oder körperliche Gewalt, dann ist es eine innere ausagierte Homophobie, die wieder zur äußeren wird, irgendwann letztlich, wenn es viele Menschen sind. Und die innere finde ich gar kein Problem, weil ganz viele LGBTIs haben auch ja Homophobie und lehnen ihre eigene sexuelle Orientierung am Anfang ab. Und als Therapeut, ich darf alles spüren. Und ich kann ja das zum Anlass nehmen, ich kann es ja utilisieren. Also wenn ich jetzt auf einmal Angst oder Hass spüre gegenüber LGBTIs, dann kann ich ja das zum Anlass nehmen, um mich ganz tiefgehend damit auseinanderzusetzen, an meiner Identität zu wachsen, selbstsicherer zu werden. Und irgendwann brauche ich dann diese Homophobie gar nicht mehr. Das wäre jetzt der reife, erwachsene Umgang. Und darum ist es an sich kein Problem, wenn ich gut damit umgehe. Auf der Homepage beschreibst du eben auch Symptome verinnerlichter Homophobie. Was könnten solche Symptome sein? Es gibt natürlich ganz viele. Aber wenn ich meine Homosexualität nie auslebe, mich immer dafür schäme, da haben wir schon mal die Scham nach außen. Ich schäme mich zum Beispiel, wenn ich mit anderen schwulen oder bisexuellen Männern gesehen werde. Das ist so ein Symptom. Oder ich habe Schuldgefühle gegenüber der Religion, gegenüber den Eltern, gegenüber wen auch immer, wenn ich meine sexuelle Orientierung auslebe. Oder ich schäme mich, wenn mich jemand als schwul erkennt und bin stolz, wenn ich für heterosexuell gehalten werde. Aber auch schwere Depressionen, Suchterkrankungen, Ängste, Phobien, das sind alles so typische Traumafolgesymptome eigentlich, bis hin zu keine Partnerschaft aufrechterhalten können, weil ich mich einfach so selbst ablehne und meiner Identität so unsicher bin, dass es natürlich schwer ist für jede Partnerschaft. Wie entwickelt man solche verinnerlichte Homophobie? Die sind eigentlich ein Selbstschutz. Also ich bringe jetzt ein Extrembeispiel. Mir hat mal ein 80-jähriger Mann erzählt, er hat seine Homosexualität immer abgelehnt und hat das immer unterdrückt und bekämpft, weil wenn sein Vater das damals in den 30er, 40er Jahren erfahren hätte, der hätte ihn zu Tod geprügelt. Also könnte man jetzt eigentlich, damals war die verinnerlichte Homophobie eine Kompetenz, die hat ihn ja bewahrt, die war ein Bodyguard. Das heißt, er hat sich so identifiziert mit dem Vater, hat die eigene Sexualität so unterdrückt und abgelehnt, damit er überlebt, im körperlichen Sinne in dem Fall. Und weniger dramatisch, wenn ich von klein auf lerne, ich werde nicht geliebt oder kriege Sanktionen von meinen Eltern, es kommt dann Schweigen, wenn ich homosexuelle Neigungen zeige, dann werde ich das irgendwann hineinnehmen, diese Homophobie der Eltern in mein Inneres. So ein inneres Stockholm-Syndrom. Soll ich Stockholm-Syndrom erklären? Gern. Ja. Also Stockholm-Syndrom geht, glaube ich, es war, glaube ich, 70er Jahre Geiseldrama in Stockholm, wo sich einige Geiseln in die Geiselnehmer verliebt haben, die dann im Gefängnis besucht haben, sich aus Selbstschutz ganz stark identifiziert haben, weil diese Ohnmacht so stark war, diese Lebensbedrohung, dass es einfach, also ich kriege da Gänsehaut, weil das ist wirklich ganz eine starke Dynamik, dass sie sich verliebt haben, weil es dann erträglich war, zu überleben psychisch. Und das beschreiben auch sehr, gibt es auch einen Journalisten, ich weiß nicht, wer heißt, der entführt worden ist und ganz reflektiert beschreibt, wie er um die Aufmerksamkeit der Geiselnehmer gebuhlt hat und die dann idealisiert hat und angehimmelt hat. Und das ist so ein Abwehrmechanismus auch. Identifikation mit dem Aggressor. Ich nehme den Täter in mich hinein und gehe dann selber mit mir so um wie der Täter. Was ein Selbstschutz ist als Kind, aber später wird es überflüssig. Das heißt, im Kontext, wo mir Gewalt droht, ist es ein Bodyguard. Und später trainiere ich dann mit meinen Leuten, ja, der Bodyguard ist gerade da. Ich darf ihn würdigen, aber darf jetzt mal früher Feierabend machen, weil ich bin jetzt eigentlich in Sicherheit und könnte jetzt frei mein Leben leben, in kleinen Schritten. Wenn man jetzt eben verinnerlichte Homophobie auch merkt, oder wie kann man dagegen vorgehen? Es ist ganz gut, wenn man in einem Netzwerk lebt, das sehr queer-freundlich ist. Wenn man das nicht hat, dann ist jetzt Eigenwerbung, dann würde ich tatsächlich psychologische Beratung oder Beratung bei der homosexuellen Initiative Salzburg empfehlen. Manchmal lässt sich das auch in kürzerer Zeit lösen, wenn es sehr schwere Traumatisierungen sind,
Homophobie, verinnerlichte Homophobie, gibt es in allen Ausprägungen dann, da kommt jetzt die Eigenwerbungen, da würde ich schon Traumatherapie oder Psychotherapie empfehlen. Weil es einfach sehr gute Methoden gibt, um sich von der eigenen Homophobie zu distanzieren. Das heißt, sie darf bleiben, aber ich kann mich davon distanzieren. Ich gehe dann einfach anders mit ihr um und dann ist sie kein Problem mehr. So eine Art buddhistische Gelassenheit. Ja, sie ist da, aber ich gehe trotzdem anders und gut mit mir um. Wie begegnet man generell Homophobie? Sei es auch jetzt im Alltag oder ja, generell. Also, ich habe es eh schon anklingen lassen. Man kann es ja verstehen, man kann es nachvollziehen, wie sich diese Dynamik entwickelt. Ich glaube, es ist auch wichtig, das nachvollziehen und Prävention zu machen, wie Homophobie entsteht. Aber das rechtfertigt keine Tat. Das rechtfertigt weder psychische Gewalt, noch Hasskommentare, noch Ignorieren, noch Mobbing, noch natürlich körperliche Gewalt. Also Sozialverhalten kommt immer vor Psychologik, sage ich. Und jede homophobe Handlung ist zu unterlassen. Und da, glaube ich, braucht es auch alle Härte des Gesetzgebers. Weil es ist eine narzisstische Dynamik. Und ich habe schon die Erfahrung, wenn man nicht narzisstischen Menschen mit ganz klaren Regeln, Gesetz, Struktur kommt, es gibt denen ja auch Halt übrigens, also es dient letztlich auch denen, dann ändert sich nichts. Und darum ärgert es mich, wenn zum Beispiel Parteien sogar Homophobie schüren. Ich würde die auch direkt dafür verantwortlich machen, für homophobe Gewaltakte, die AfD und die FPÖ oder Trump oder wer auch immer. Und es ärgert mich aber auch, wenn Parteien, Staaten, Rechtssysteme wegschauen und es nicht unterbinden und keine Antidiskriminierungsgesetze erlassen, weil das ist auch eine passive Homophobie, eine ausagierte passive Homophobie. Wie oder welche Möglichkeiten gibt es, um Homophobie Schritt für Schritt auch abzubauen? Ich glaube, es beginnt nicht mehr bei der Homophobie. Wir haben zum Beispiel kein Schulfach, das uns lehrt, zwischen echten Bedürfnissen zu unterscheiden und zwischen von der Werbung manipulierten Bedürfnissen. Was sind echte Bedürfnisse? Zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Halt, Sicherheit, Orientierung. Das bräuchte es eigentlich im Kindergarten von klein auf, weil eben viele Kinder das nicht mitkriegen im Elternhaus, weil die Eltern eben auch das nicht mitbekommen haben. Es bräuchte von klein auf schon mal wirklich Schulfächer statt 4 Stunden oder plus. Mathematik ist gut, ja, aber es gibt 4, 5 Stunden Mathematik in manchen Schulklassen und keine einzige Stunde. Ich spüre meine Emotionen, ich spüre meine Bedürfnisse. Ich lerne zum Beispiel konfliktfreie Kommunikation nach Marsha Rosenberg, die wirklich gute Erfolge hat. Das haben wir kaum. Und wenn schon, nur ganz wenig. Und da müsste man schon ansetzen von klein auf Kinder, Jugendliche in der Identität bestärken. Workshops, wie ich das mache, die sind gut, aber sie sind natürlich nur etwas, was einen Impuls setzen kann. Welche Workshops machst du dann? Also, ich mache sexualpädagogische Workshops, wo natürlich auch das Thema Homosexualität am Rande vorkommt oder generell Sexualität, Liebe, den eigenen Körper spüren, die eigenen sexuellen Bedürfnisse spüren, auch nur Dinge machen, wo ich mich wohlfühle, also auch dem eigenen Ekel oder der Unlust vertrauen. Aber da ist ja schon, die sind ja schon 14, 15. Die haben ja von klein auf das schon nicht mitbekommen, da können wir nur Impulse setzen. Und da bräuchte es wahrscheinlich wirklich systematisch von klein auf Unterrichtsfächer im Kindergarten. Diese Aufklärung quasi. Ja, genau. Dann wäre es zwar schlecht für mich, weil dann bräuchten wir nicht mehr so viele Psychotherapeuten, aber was wird das mit der Gesellschaft machen? Also die Belohnung wäre so groß für die Gesellschaft, für alle. Und das betrifft eben nicht nur die Homosexualität. Ich glaube, das betrifft einfach Menschen, die sich gut spüren, die einen guten Zugang zu den Bedürfnissen haben, die halbwegs selbstsicher sind. Die gehen viel besser mit Homophobie um oder entwickeln sie erst gar nicht so stark. Aber was macht man dann, oder was kann man als Einzelperson zum Beispiel machen, wenn man jetzt in eine Situation kommt, wo Homophobie passiert? Wie reagiert man da am besten? Was wäre das so ein Tipp? Also wenn ich es mitkriege in Schulklassen, ich kriege es natürlich nicht immer mit, weil es sind 30 Schüler, Schülerinnen und du kannst nicht überall mit der Aufmerksamkeit sein. Also ich habe auch schon mal gehört, dass ich es nicht mitkriege. Aber wenn ich es mitkriege, dann sage ich, das Gefühl ist okay. Aber ich dulde nicht in diesem Vortrag, in diesem Workshop irgendeinen homophoben Kommentar. Wer das jetzt macht, der geht dann raus, dann können wir in der Pause nochmal sprechen, aber so nicht. Also so ganz klar einfach, so ganz haltgebend letztlich auch. Okay, also auch. Das ist im Kleinen, Genau, vielleicht auch für die Zuseher oder so. Wenn die in einer Situation sind, sollen sie auch klar aussprechen. Ganz klar ansprechen, glaube ich, Man darf überfordert sein von etwas oder ich darf auch für das Angst haben oder Ekel oder Abneigung, aber ich kann trotzdem gut umgehen. Also das ist immer die Botschaft, die versuche ich allen zu vermitteln. Also du hast schon ein bisschen die Rolle der Aufklärung erwähnt. Wie schafft man das, was ich am Anfang auch bei der Einleitung erzählt habe, dieses offene gemeinsame Miteinander? Wie kann das gelingen?
Bis zu einem gewissen Grad zum Beispiel mache ich es schon so, dass ich auch mit Leuten den Dialog suche, die homophob sind. Und manchmal erreiche ich sogar was, ja. Wenn Leute sehr verbohrt sind oder dann trotzdem Gewalt von mir gegenüber bleiben, dann sage ich auch, na so nicht. Mhm. Also da steige ich jetzt aus. Was ich aber nicht tun muss, ist, dass ich mich dann selber radikalisiere. Also die Gefahr besteht ja auch. Bei allen traumatisierten Minderheiten besteht die Gefahr, dass sie sich radikalisieren und dann selber gewaltvoll werden. Und da steige ich aus der Gewaltspirale aus. Ich bleibe aber bei meiner Position, nein, und das dulde ich nicht. Und wenn du so mit mir sprichst, dann gehe ich mir ins Raum oder gehe weg. Ich muss mich zurückschießen, ich muss dann keine Bücher verbrennen, so wie es damals wie bei J.K. Rowling war, als sie transphobe Aussagen gemacht hat. Aber ich kann ja schon ganz klar sagen, so nicht und das mag ich nicht. Und das schadet unserer Beziehung. Beziehungsweise entsteht dann auch keine Beziehung mehr. Ist es so eine Art Präventionsmaßnahmen oder gibt es noch Präventionsmaßnahmen gegen Homophobie? Ja, an Schulen schon natürlich. Sexualaufklärung, Sexualpädagogik, wo dann auch immer wieder Eltern ihre Kinder rausnehmen, übrigens, wenn das Thema zur Sprache kommt. Okay. Das weißt du wahrscheinlich. Ja. An Schulen, ich glaube, jedes Antidiskriminierungsgesetz wirkt auch präventiv. Jedes Gesetz, das LGBTQA schützt, wirkt auch präventiv. Es bräuchte halt mehr. Es bräuchte halt generell mehr Emotionslehre, Bedürfnislehre, Identitätsbildung an Schulen. Herzensbildung klingt so pathetisch, aber letztlich geht es auch darum, ja, sich selbst spüren. Genau. Ja. Wir kommen jetzt schon zum Schluss von unserem Gespräch. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben oder was dir wichtig ist zu erwähnen zu dem Thema? Ja, also ich möchte es noch mal betonen, wenn ich selber merke, ich habe da so einen Hass in mir, den ich auch ausagieren möchte und den ich manchmal ausagiere, es entbindet dich nicht von deiner Verantwortung. Also du hast immer die Verantwortung. Ich kann mich nicht auf meine Vergangenheit rausreden. Wenn ich zum Beispiel traumatisiert bin, ich kann es auch nicht meiner Nachbarin schlagen, nur weil ich den Impuls dazu habe. Ich habe eine Verantwortung, einen Hiatus, also einen Schnitt zu machen zwischen Impuls und tatsächlicher Tat. Ich darf den Impuls spüren, aber ich kann gut damit umgehen und es nicht ausleben. Und deswegen, ich habe immer eine Verantwortung für den guten Umgang, sollte ich homophobe Tendenzen haben. Das wollte ich nochmal betonen. Ja. Dankeschön, total wichtig. Und danke für die Zeit und für die Aufklärung und das wichtige Gespräch. Weil ich glaube, wenn wir alle ein bisschen offener und respektvoller und wertschätzender miteinander umgehen, das kann viel bewegen in der Gesellschaft, glaube ich. Vielen herzlichen Dank. Diskriminierung, Ausgrenzung, Feindlichkeiten, Gewalt, Homophobie, Sexismus und Rassismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Man muss sich aktiv dagegen aussprechen und für Sichtbarkeit und Aufklärung sorgen. Lasst uns doch gegenseitig mit Offenheit, Respekt und Wertschätzung begegnen und bauen wir gemeinsam Stereotype, Ängste und Vorurteile ab. Mit dieser wichtigen Aufgabe, die uns alle betrifft, verabschieden wir uns mit der neuen Folge von Queer Betaversity in Salzburg. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, bleibt bunt und vielfältig und vergesst nicht, Love is Love.